TEE 12 Rheingold mit dem letzten Rheingold Amsterdam entgegen. Samstag, 30. Mai 1987. Es ist der letzte Tag des Winterfahrplans. Unbemerkt von der Öffentlichkeit endet an diesem Tag eine Ära. Der letzte Trans-Europ-Express Rheingold fährt an diesem Tag von Basel nach Amsterdam. Einen Tag später, mit dem Sommerfahrplan 1987, wird diese Verbindung durch den Eurocity Rembrandt ersetzt. Auch wenn die Zuggattung Trans-Europ-Express noch einige Jahre für den Lufthansa Airport Express verwendet wird, endet hiermit auch die Zeit der Luxuszüge in Deutschland. Sie übernehmen den TEE 12 mit 103-176 bis Köln Hauptbahnhof. Zurzeit stehen sie vor dem Einfahrtssignal in Koblenz. Laut der Fahrdienstleitung geht es aber gleich weiter. Rüsten Sie Ihre Lok auf und warten Sie auf Ihre Einfahrt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 2016. Wir machen erstmal wie uns befohlen und rüsten unsere Lok auf. Wir haben 10 Bahnen in der Hauptluftleitung. Im Hauptluftbelter meine ich. Trafo-Umschaltung noch an. So. Und da kommt erstmal ein Güterzug. Okay. Okay, alles klar. So, wir sind bereit. Handbremse ist auch gelöst. Bremse löse ich gerade. Und ja, dann sind wir bereit zur Abfahrt mit unserem letzten Rheingold. Der letzte macht das Licht aus. So lautet auch der Szenariotitel. Das Szenario ist vom lieben Scarlett. Natürlich auch mit seinen Fahrplananzeigen aus Fahrplans Fahrzielanzeigern ausgestattet oder Zugzielanzeigern. An den Bahnsteigen. Und vermutlich auch mit. Oder vielleicht auch mit. Ansagen, weiß ich nicht. Habe ich jetzt eigentlich nicht in der Readme gelesen. Vielleicht. Ich würde mal eher sagen, nicht. Okay, dann wissen wir Bescheid. Wir haben jetzt gleich Einfahrt. So. Gut. So. Dann haben wir jetzt erstmal Wechselblinken. Gut. Das heißt jetzt erstmal nur 45. So, hier muss natürlich höchste Konzentration. Also das Szenario ist angeblich mittelschwer.
Mal gucken, was das bedeutet. Jetzt schalte ich auch noch die Lüfter dazu. So, wir sind bei 40 km/h. So, jetzt müsste eigentlich die 1000 Hertz Beeinflussung gleich zu Ende sein. Dann werde ich mich aber erstmal nicht befreien. Denn wahrscheinlich liegen dann noch in den nächsten 550 Metern noch eine Beeinflussung. Und dann würden wir stehen. Genau, jetzt befreie ich mich nicht. Da liegt noch ein Magnet. Da würden wir jetzt gleich stehen. Ach ja, 500er werden ja eh nicht bestätigt. Ach ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Egal. So. Gut. So stehen wir doch schön. Mit unserem Rheingold. Nur erste Klasse TEE-Aufschlag. Der letzte TEE generell. Nur da fährt ein Nahverkehrszug ein mit 151. Hinten dran sogar ein BM. Da fährt noch eine 103 ein. Wir haben aber mittlerweile schon unser Ausfahrsignal bekommen. Das heißt, wir sind rein theoretisch auch schon abfahrbereit, aber wir haben hier noch halt bis 57, noch 2 Minuten knapp. Ah. Auch 103, 176, 4. Ja, da darf man jetzt Scarlett aber keinen Vorwurf machen. Das liegt daran, dass der die Bundesbahn-Logo 103 nur diese Nummer kennt. Die DIN-Nummer ist nämlich mit DB-Keks. So, jetzt gleich ist Abfahrt. Ein Schluck Kakao trinken. Aus der Kaffeemaschine. Türen.
Türen sind zu. Stufe 5 dürfte reichen zum Anfahren. Sifar. So. Jetzt warte ich erstmal, bis ich mich befreie. Ich will nämlich keine Zwangsbremsung hinlegen, deswegen warte ich mal bis zum nächsten Signal. Ah, es hat sich schon selbst eingefädelt. Alles klar. Gut, dann wollen wir uns doch wirklich mal auf den Weg machen. Diesen letzten Rheingold wollen wir pünktlich machen. Der soll pünktlich verkehren. Am 30. Mai 1987, was vielleicht einige wissen, was persönlich nicht ganz mein Geburtsdatum ist, aber der 30. Mai ist ja auch mein Geburtstag. Liegt also an dem Tag, wo das Video jetzt rauskam, gar nicht mal in so großer Vergangenheit. Ja, und der 30. Mai 1987 war nicht nur das Ende der TEE, abgesehen von den Lufthansa Airport Express. Es war auch das Ende der Straßenbahn in Wuppertal, meinem Heimatort, meiner Heimatstadt, meiner Geburtsstadt. Auch der 30. Mai 1987. Und dann noch mein Geburtstag als Eisenbahnfan und, ich sag mal, Straßenbahn-Sympathisant. Ein etwas trauriger Schicksalsschlag, dass das alles am eigenen Geburtstag stattfindet. So. Freie Fahrt. Oh, da hinten steht noch ein 103. Und sogar noch ein 111. Ja, wahrscheinlich wird das hier hinten damals noch kein DB-Museum gewesen sein. Abbremsung. So. Genau, die Trafo-Umschaltung habe ich vorgenommen bereits. An sich auch nicht gerade nötig, aber naja. So, der nächste Halt ist jetzt erstmal nur noch Bonn und dann Köln. Wir haben nur einen Zwischenhalt. Als
LZB habe ich natürlich nicht angemacht. Wir haben ja eh keine LZB-Signalisierung auf der Strecke. Trainspotter. Für so ein besonderes Ereignis wie die letzte TE-Fahrt nicht unverständlich. Steigt die Geschwindigkeit immer noch. Gehe ich noch ein paar Fahrstufen runter. Bleibe ich mal auf der 5. Urmitz. Mülheim Klärlich. War das 87 schon da? Egal, hätte man ja eh nicht beheben können. Demnach. Ah, er hat Kräne aufgestellt. Wie? Das ist intelligent. So, 120 kommen da hinten. Deswegen gehe ich jetzt mittlerweile immer auf Fahrstellung 0. Mache ich durch Rollen. Perfekt. Sifa. 130 ab hier. Da kommt wieder ein Güterzug. Sowas sieht man heute ja auch nicht mehr allzu häufig, die Gehwagen. Also ich habe zumindest länger schon keine mehr gesehen. Vor allem habe ich schon länger keine GBS 254 mehr gesehen.
abgesehen vom Trainsim. So, jetzt kommen wir hier nach Andernach. Perfekt. Und jetzt erstmal schön am Rhein entlang. Und wir uns natürlich auch mal eine Vorbeifahrt angucken. So. Wow. Finde ich gut. Dann wollen wir jetzt mal auf 140 hochgehen. Stufe 15 sollte reichen. Ich will mal kurz gucken, ob ich so einen schönen Screenshot hinbekomme. Ja. Und ab da hinten gilt dann auch schon wieder 160. Jetzt gelten gleich 160. Genau, hier. Dürfte jetzt Durchfahrt in Remagen? Nee. Genau, nicht Remagen, aber... Wohl war das genau. So.
noch ein paar Screenshots machen. Und die Sifa wurde schon etwas länger kurz gepiept. Aber solange es nur die Sifa ist und nicht die PCB, ist alles in Ordnung. Minuten sind wir schon wieder unterwegs. Hat sich gar nicht so angefühlt, muss ich sagen. Am 26. sollen wir da ankommen. Laut aktuellem Plan sind wir zu spät. Das heißt, wir müssen mal die Geschwindigkeit etwas mehr ausfahren. Ein kurzer Zug. Und noch mit 103 bespannt. Die 103 war ja noch weiter knapp. 16 Jahre noch im Einsatz, 2003 begann dann ja, meine ich, die Ausmusterung. Tja. Ja, 30. Mai 1987. Mal runter auf. Ach ja. War zwar Vorsignal mit Vormerkfunktion, also Geschwindigkeitsankündigungsfunktion. Sind wir jetzt schon mit, wir fahren mit etwas überhöhter Geschwindigkeit ein, aber das ist nicht kein Weltuntergang. Wir halten hier ja eh nicht.
Wie sieht's eigentlich aus? Aktuell haben wir immer noch Verspätung oder bauen immer noch Verspätung auf. Das heißt, wir müssen da dann echt alles rausholen jetzt. Aber mehr als Fahrplangeschwindigkeit kann ich auch nicht fahren. Also kann ich schon, aber mache ich nicht. So, 100 Ankündigung. Jetzt beginnt erstmal der 100er Abschnitt, der ist ja jetzt etwas länger. Hier sind aber viele Nahverkehrszüge unterwegs. Der war mal komplett nur mit Silberlingen bespannt. So, da vorne beginnen dann wieder 120. So. Kurz darauf wieder 160. Die werde ich dann auch noch mal ausfahren, bis wir kurz vor Bonn sind. Also wir sind ja jetzt zwar schon kurz vor Bonn, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Jetzt dürfte er anfangen runterzuzählen. Ne, doch nicht. Knapp 7 Kilometer bis Bonn-Bad Godesberg. So, komm. Jetzt fahren wir mal richtig Power auf.
Jetzt haben wir die Maschine auf Anschlag. So. Und die Maschine ist gerade richtig auf Hochtouren gelaufen. Das hat man wirklich gehört, wie die Power, wie die Zugkraft da richtig angezogen ist. Das ist Musik in meinen Ohren. Generell das Schaltwerk der 103 ist Musik in meinen Ohren. Viel schneller kann ich eh nicht fahren. Wir sind ja nicht in der LZB. Bei PZB ist ja eh Max, VMAX 160. Jetzt müsste er gleich anfangen, noch die 7 Kilometer runterzuzählen. Ich glaube, sobald ich den Bahnsteig verlasse, ne? Genau. Verehrte Fahrgäste, der nächste Halt ist Bonn Hauptbahnhof. Dear passengers, the next stop is Bonn Main Station. Halte noch mal ein bisschen Kraft auf. Denn wir sind ja wirklich ein Eilzug, sag ich mal. Geschwindigkeitsankündigungen. Signal ist auch weiterhin grün. Jetzt kann ich langsam mal mit dem Bremsen anfangen. So, wir sind auf 85. Das ist alles, was ich brauche.
kommen wir zum Stehen. Gut. Und wir stehen. Und wir machen die Lüfter aus. So. Wir machen erstmal natürlich ein paar schicke Bilder. Ist immerhin der letzte Rheingold. So. Das dürfte reichen an Screenshots. Nächster Halt ist Köln, Düsseldorf, Emmerich und dann geht's weiter nach Amsterdam. ausgebremst, nichts geht voran, Zwangsenlikör hilft, Original Zwangsenlikör, nach Familienrezept der Familie Robert Witz. So. Huch. Da hat die Lok gerade aber geschaukelt. So. Gut, Signal war grün. Dann folgt auch erstmal keine Beeinflussung. Und dann können wir uns erstmal... Jetzt kommt der letzte kleine Abschnitt. Noch bis Köln hoch. Es sind jetzt noch 18 Minuten. Und dann... uns natürlich auch nicht mit der Fahrmotoren zu warm. Ach ja, ich habe die Fahrmotoren noch nicht wieder eingeschaltet. Dann wollen wir noch einmal den Hauptschalter einschalten. Hier die. Das wäre natürlich auch interessant. Waren die Stadtbahngleise vorher schon da? Also ich weiß, dass Bonn ziemlich früh seine Stadtbahn bekommen hat, aber die Strecke. Ich kenne mich im ÖPNV nicht so gut aus, deswegen. So. Da ist ein Betriebshof von den Bonner Stadtwerken. Da ist wieder die Stadtbahntrasse. So, 105.
150, 155, 160. Kaffee ist alle. So, 15, Stufe 15 wieder. Gelten, glaube ich, 160 durchgängig bis kurz vor Köln. West? West oder Süd? Je nachdem, was zuerst kommt. Uns da mal hier hinstellen. So. Wie sieht's denn aus? Werden wir pünktlich sein? Ja, vermutlich. Man muss schon sagen, gegenüber damals hatte das halt einfach schon einen enormen Komfort. Da war gerade kurz der Führerstand nicht zu sehen. Vermutlich schaffen wir es sogar, den TEE Rheingold pünktlich zu bringen. In Köln wird uns dann ja wahrscheinlich der Kollege ablösen und den Zug dann rüber bis in die Niederlande fahren. Entweder fahren wir bis Köln und der Kollege übernimmt ab dort, oder wir fahren bis Emmerich. Emmerich ist, soweit ich weiß, auch ein ziemlich beliebter Übergabepunkt für das Personal, für den Lokführer Richtung Emmerich damals, also Richtung Amsterdam, zumindest damals, habe ich so mal gehört. Einen hatte ich, glaube ich, mal auf Drehscheibe online gelesen. Wenn überhaupt normal das Zugpersonal gewechselt wird.
vielleicht sind wir, obwohl, nee, in Koblenz können wir nicht aufgestiegen sein, weil wir waren ja schon vor Koblenz auf dem Zug. So, Brühl. Hier fehlt auch was, hier müsste es eigentlich noch das vierte Gleis geben. Aber darüber kann ich hinwegsehen, das ist streckenbedingt. Das ist ja nach dem Unglück von Brühl abgerissen worden. Oder rückgebaut, sag ich mal. Mittlerweile kurz vor Köln sein, genau. 10 Minuten noch. Ja, bis zur geplanten Einfahrt. Bis Köln Süd sind es auch nur noch knapp 8 Kilometer. Streckenkilometer 10.0. Hört Karl Scheuren kommt jetzt. Ladebahnhof. Aber es sind sogar doch Ansagen drin. Also eine 80er-Zone. 80er. Die hätte jetzt eigentlich einen Magneten haben müssen. Oh, Trennschütze hängt fest. Na gut, das schaffen wir noch bis Köln. Die 80er nicht ganz bekommen. Hm.
sollten hier noch hochrollen. Das sollten wir noch schaffen. Ja. Dadurch kommen wir ja zwar jetzt gleich vielleicht zu spät, aber naja. Verehrte Fahrgäste, der nächste Halt ist Köln Hauptbahnhof. Es besteht Anschluss an den Intercity 512 Wetterstein nach Hannover um 17.57 Uhr. Den Intercity Wupperkurier nach Dortmund um 18.05 Uhr und den D-Zug 202 Lorelei nach Rotterdam um 18.08 Uhr. Dear passengers, the next stop is Cologne Main Station. Connected trains are the Intercity 512 Wetterstein to Hannover at 17.57, Intercity 649 Wupperkurier to Dortmund at 18.05 and the express train to Rotterdam 202 Lorelei at 18.08. So, Trennschütze ist wiederhergestellt. Und wir mussten nicht mal anhalten. So, jetzt kommen 60 Ankündigungen. Was steht hier denn so alles? Ah, nicht mal so viel. Dovetail wieder. Jetzt wollen wir noch 30 runter. Und dann sind wir auch schon in Köln.
So. Hier fehlt ein... Ah, das ist nicht so schlimm. So, jetzt wollen wir noch anhalten. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem TEE Rheingold. Der letzte macht das Licht aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich lasse jetzt noch die Fahrgäste ein- und aussteigen. Und dann warten wir noch das Szenarioende ab. Da, IC Hannover um 17.57 Uhr, den haben wir ja schon gehört. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns für Train Simulator wieder nächsten Freitag zur selben Uhrzeit auf demselben YouTube-Kanal. Und ja. Genau. Wie lange dauert das denn jetzt noch? Dürfte nicht mehr. Ah, wir sehen die Uhr. Szenario abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Hier in Köln übernimmt ein Kollege ihren Zug bis Emmerich, bevor die niederländische Staatsbahn den letzten Rheingold an sein Ziel bringt. Gut gemacht. Ich hatte recht mit Emmerich. Genau. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bye bye.